Dann wechseln wir jetzt die Perspektive und werfen nochmal einen Blick auf die Schaltung und auf das Vierkanal-Oszilloskop. Ich lege mal die Batterien ein und die beiden linken LEDs beginnen zu blinken. Die eine langsam und die nächste doppelt so schnell. Und jetzt war ja ein bisschen das Besondere an dieser Schaltung, dass man die beiden rechten LEDs, die dann nochmal doppelt so schnell blinkt und nochmal doppelt so schnell blinkt, erst nachträglich anschließen durfte. Sonst kommt diese Schaltung gar nicht richtig in Betrieb. Und jetzt kann man eben hier auch nochmal den Taster anhalten. Und dann hört dieses Blinken auf und in einem relativ zufälligen Blinkmuster hören halt die LEDs dann auf und die Schaltung beginnt wieder zu blinken, wenn man den Taster loslässt. Und dieses Blinken der LEDs, das ja hier relativ schnell ist, das wollen wir uns jetzt nochmal mit diesem Vierkanal-Oszilloskop anschauen. Vier LEDs, vier Kanäle, das passt ziemlich gut. Ich fange mal mit der letzten, mit der schnellsten LED an und benutze dafür Kanal Nummer 4. Und ja, extra für diese Messung habe ich die LEDs ja ein bisschen weiter auseinandergebaut in der Schaltung, damit überhaupt mehr Platz ist, mit den Kabeln heranzukommen. Und jetzt sieht man, das ist der vierte Kanal, das grüne Signal. Man sieht, wie die Spannung über der LED an- und ausgeht, so schnell wie eben die LED blinkt. Und das sind ein Kästchen hier von dieser 10er Teilung des Displays, sind 50 Millisekunden, 50.000stel Sekunden, kann man sich jetzt hieraus ausrechnen, wie schnell diese LED dadurch blinkt. So, und jetzt nehme ich mal den nächsten Kanal, das ist der mit dem gelben Kabel hier und schließe damit die rote LED an. Und dann sieht man, die blinkt eben genau halb so schnell. Also in der Zeit, wo die ganz schnelle LED einmal an und ausgeht, da bleibt die rote LED einmal an und geht dann aus. Das ist genau eben die doppelte Frequenz oder die halbe Frequenz. Wenn man die nächste LED anschließt, dafür nehme ich jetzt diesen blauen Kanal, das ist Kanal Nummer 2, dann sieht man wenig anders zu erwarten. Jetzt ist die nochmal halb so langsam, ne, in der Zeit, wo die hier sozusagen einmal an und aus geht, zweimal an und aus geht, geht die einmal an und aus und da bleibt die einmal an und geht dann einmal aus. So, und dann können wir noch die letzte anschließen, die gelbe LED, und bei der passiert jetzt was Interessantes, was Spannendes. Nämlich, wenn man sich da das Signal anschaut, stellt man fest, die geht eigentlich, also die bleibt natürlich, die Frequenz wird hier wieder einmal halbiert. Aber wenn ich da mal so ein bisschen reinzoome, stellt man fest, die leuchtet in der Zeit eben, ich halte mal das Signal an, dann sieht man, in der Zeit, wo die leuchtet, geht die eigentlich ganz schnell an und aus. Das ist so schnell, dass man das mit bloßem Auge gar nicht richtig erkennen kann. Man erkennt höchstens vielleicht, dass diese gelbe LED nicht ganz so hell leuchtet wie die anderen, weil sie eigentlich eben nicht die ganze Zeit leuchtet, sondern nur ungefähr die Hälfte der Zeit leuchtet. Aber dieses Blinken, mit dem die gelbe LED in der Zeit, wo sie leuchtet, an- und ausgeht, ist so schnell, dass wir das mit bloßem Auge gar nicht wahrnehmen können. So, dann lasse ich das mal wieder laufen und stelle mal die Zeitbasis wieder so ein, dass das irgendwie nett und gut aussieht. Und dann sieht man vielleicht so sehr schön einmal das ja, langsame Pulsmuster der gelben LED, dann die nächste, die grüne, blinkt eben doppelt so schnell, die rote blinkt nochmal doppelt so schnell und die letzte grüne blinkt nochmal doppelt so schnell. Und jetzt sind das 100 Millisekunden pro Kästchen, das heißt, das Ganze hier ist eine Sekunde auf dem Display. Und jetzt kann man zum Beispiel auch mal zählen, was man mit bloßem Auge absolut nicht hinbekommt. Das Rätsel kann man jetzt mit dem Messgerät, mit dem Oszilloskop lösen. Wie schnell, wie oft blinkt diese LED pro Sekunde? Das können wir jetzt ganz einfach zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mal ungefähr. 15 Mal pro Sekunde geht die grüne LED an und aus. Wir würden sagen 15 Hertz. Wir könnten mal so ein bisschen runden und sagen, 15 ist fast so viel wie 16. Und dann wären das eben 8 Hertz und das wären eben 4 Hertz und das wären eben 2 Hertz.
Ja, die blinkt dann zweimal pro Sekunde, wie wir oben auch ungefähr sehen können. So, und das ist genau das, was ich zu der Schaltung vom vierten und fünften Tag zu diesem Spielautomaten mit vier LEDs mit dem Oszilloskop zeigen wollte.